Welcome to Poker Market, making poker more efficient. Hallo liebe Leute, hier ist der Paul aka Internet. Ich mache ein Video für Poker Market und zwar stehen wir heute zwei Tische, eine 100 Zoom. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt und zwar ein bisschen Fun-Video, was wir schon, was ich schon länger nicht gemacht hatte. Und zwar gibt es folgenden Constraint. Ich muss jede Hand, die ich in Position 3 bitten kann, in Position 3 bitten. Und ich hoffe, das wird nicht zu verrückt. Also jedes Mal, wenn Early Position raised und wir sind am Button zum Beispiel, müssen wir 3 bitten. Geht nicht anders. Und ja, ich hoffe, da haben wir viel Spaß mit, kriegen ein paar interessante Spots. Die 3-Bets selbst sind natürlich durchaus minus EV, aber hoffentlich kriegen wir das insgesamt irgendwie plus EV vielleicht. Mal sehen. Also ein Teil davon, warum wir das machen, ist natürlich, dass wir interessante Spots kriegen, dass ihr ein bisschen seht, wie man auch Loser spielen kann und dass es trotzdem durchaus profitabel sein kann, kleine Bluff-Spots mitzunehmen. Dame 4 mit gar nichts hier am Flop. Wenn wir betten, dann wollen wir gegen Pocket Pairs bluffen. Aber ich glaube nicht, dass das genug Folds bekommt auf Ace King X, weil er die ganzen High Cards natürlich hat. Also Ace King, Ace Queen und so weiter. Und Queen Jack und so. Also ich glaube, das ist Give Up. Dann später können wir immer noch bluffen gegen die Pocket Pairs. Also wenn er 10er bis 6er hat, können wir da auch mit einer Turnbet oder Riverbet gegen gewinnen. Turn bettet er sehr klein rein. Glaube ich, kein Fold mit einem Pair. Noch eine 4 kommt, knallt. Queen nicht so toll. Blank auch nicht besonders toll. Aber ich denke schon, dass das ausreichen sollte zu callen. Hin und wieder wird er auch Queen Jack am River aufgeben, denke ich mal. Sollte okay sein. River sehe ich nicht genug Bluffs, wobei man es durchaus callen oder raisen könnte. 9-8, ganz normal Checkback. Call River vermutlich. Oh, 8-3. Oh. Oh, das ist bitter. Aber gut. Ja, missen. Ja, also 9-8 kommt ein bisschen auf an, wie Lucia Preflop callt, ob er so 6-5 Offsuit-Sachen im Big Blind hat oder nicht. Wenn nicht, dann ist er kein Call. Aber ich denke schon, ein paar Sachen wird er haben. Dann war doch kleine Bet, da können wir auf keinen Fall folden mit so einem Pair. 8-3, denke ich mal, ziemlich Standard C-Bet. Ich mache hier 6 oder 7 BB. Ich denke mal, 7 ist okay. Court hat sehr viele Pocket Pairs, eventuell Ace Queen High. Ace Queen foldet nicht unbedingt am Turn, die Pocket Pairs auf der 10 gar nicht. Also easy Checkback. Bettet jetzt, das ist ein bisschen seltsam, weil ich glaube, Queens Jacks 9s wird er nicht betten. 8er, 7er wird er größer betten. Also Raptor King. King Queen Ace King.